Was geht, Shisha-Suchtis? Ich bin's, euer iCloud, und da ja mal wieder Freitag ist, habe ich mir gedacht, ich erkläre euch, wie man einen Kopf baut mit Alufolie. So, ich nehme einen Standardkopf, der etwas tiefer ist, mal mit einem tieferen Kopf ist es einfach besser, ein Alu-Küppchen zu bauen. Ich benutze von Infinity Cool Abu. Was ist das? Cool Abu Zeit. Das ist Kaugummi-Zimt. Wird euch am Dienstag vorgestellt. Ihr könnt den Schnitt sehen. Und ja, fangen wir jetzt mal damit an, den Tabak langsam in den Kopf reinbröseln zu lassen, dass es schön luftig ist. Weil wenn man den so richtig reinstopft, dann müsste man noch die Löcher frei machen. Ach, grobes Ässchen. Ja, lass ich jetzt drin. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel Tabak reinmacht. Ganz einfach, macht den Dreiviertel voll. Schön verteilen. Drückt nicht auf den Tabak ein, weil so ist es dann halt nicht mehr so luftig. Ein bisschen kann man hier rumdrücken. Ja. Es kommt auch öfters auf den Schnitt an, ob das ein grober Schnitt ist oder ein feiner Schnitt. Wie man den Kopf besser bauen kann beim Feinschnitt, ist es halt. Es ist etwas leichter als bei so einem groben Schnitt. Ihr könnt auch schön sehen, den habe ich nicht bis zum Rand voll gemacht, ganz einfach. Egal wie gut man die Alufolie spannt, das drückt irgendwann ein bisschen weiter runter. Und man will ja keinen direkten Kontakt mit dem Tabak, weil sonst verbrennt er sofort. Ja, wir machen das halt mit einer haushaltsüblichen Alufolie. Ihr könnt es auch genauso mit einer Panzeralufolie machen, ihr denn von irgendwo gekauft habt oder so. Bei der Alufolie, die machen wir vierlagig. Drei- bis vierlagig ist vollkommen in Ordnung. Vierlagen schaut, dass ihr die matte Seite benutzt, nicht die glänzende. Die matte Seite einfacher, da wenn die glänzende Seite oben drauf ist und die Kohle ist drauf, dann, ich weiß nicht, so ein Riesenunterschied macht das jetzt auch wieder nicht, aber man sagt ja, dass dann die Hitze nach außen strahlt und dass es dann halt eben nicht in den Kopf geht oder irgendwie sowas. Deswegen geht einfach auf Nummer sicher und benutzt die matte Seite. Das Problem bei Haushaltsalufolie, die kann schnell reißen, wenn man gerade dabei ist, sie zu spannen. Also über den Kopf zu spannen. Das passiert bei Panzeralufolie eher seltener. So sollte das Ergebnis ungefähr aussehen. Keine Sorge, wenn ihr das nicht so direkt hinkriegt mit dem Spannen. Braucht ein bisschen Übung, aber so übertrieben schwer ist es jetzt auch wieder nicht. So, ich benutze diese Nadel hier. Fokussier, fokussier, fokussier. Okay, ihr seht es. Die ist am Anfang spitz, wird dann wieder ein bisschen dicker. Ich empfehle euch, probiert, also ihr braucht jetzt nicht unbedingt so eine, was weiß ich was das hier für eine Nadel ist. Ihr könnt auch das mit einem Zahnstocher oder mit einer Nähnadel machen. Bei einer Nähnadel müsst ihr halt eben schauen, dass es nicht so eine richtig dünne Nadel ist, weil ihr wollt die Löcher schon etwas größer haben. Deswegen empfehle ich, nicht zu große, nicht zu kleine. Schaut, dass ihr den Mittelwert findet. Und ja, schaut auch, dass ihr eine Komplettlochung macht. Das finde ich immer am empfehlenswertesten.
es ist auch wichtig, dass ihr den Tabak halt eben fein hingelegt habt. Und wenn es halt eben nicht so fein war, hättet ihr die Löcher freimachen müssen. So sollte es dann so ungefähr aussehen. Ja, jetzt kommen wir mal, wie das aussehen sollte, wenn die Kohle drauf ist. So Leute, so solltet ihr am besten die Kohle platzieren. Immer schön weit außen. Ganz einfach, damit euch der Kopf nicht so arg verbrennt. Und so solltet ihr am besten mit der Armfolie rauchen. So Leute, ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen zum Kopfbau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt es in die Kommentare, ich bin immer für euch verfügbar. Nächsten Freitag stelle ich euch einen Kopfbau vor, der man ganz einfach mit dem Kaminaufsatz machen kann. Und das war's eigentlich. Für mehr Tutorials ein Abo dalassen. Hier könnt ihr meinen letzten Tabak-Review sehen und hier seht ihr meinen und Alinets größten Fails in unseren Tabak-Reviews. Wird euch bestimmt auch gefallen und bis zum nächsten Mal.